Hallöchen und einen wunderschönen Abend euch aus der Stadt Rijeka. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich ein neues Video mache und dass wir übers Wochenende in Rijeka sind. Jetzt zeige ich euch mal so halberwegs dort hinten den Hafen. So, wir sind nämlich auf einem Bootel, deshalb mitten im Hafen drin. Das ist natürlich super, wenn man, ja, so wie ich, sein Hotel wahrscheinlich nicht mehr findet in so einer relativ großen Stadt. Und so brauchst du immer bloß Richtung Wasser laufen. Ist natürlich sehr angenehm. Ja, an und für sich auch toll, weil es einfach total zentral ist. Wie ihr seht, sind die Restaurants und Cafés im Hintergrund sehr, sehr gut besucht. Das hört ihr bestimmt auch, wenn die Autos nicht gerade so laut sind. Zeige ich euch dann gleich noch, gehe ich auf die andere Seite und zeige euch da noch die schönen Yachten und den Hafen von der anderen Seite. Ja, also ich finde die Stadt, kann man gar nicht so richtig beschreiben. Die Altbauten sind alle traumhaft schön. Viele Gebäude sind traumhaft schön. Zwischendrin sind einfach hässliche 80er-Jahre-Bauten, würde ich mal sagen, dazwischen geschustert worden. Verstehe ich überhaupt nicht, wer sowas genehmigt hat. Gefällt mir persönlich nicht, aber das ist Ansichtssache. Die Stadt der vielen Restaurants und Cafés, würde ich auch sagen. Oh, ganz schön knackig. Na gut, ist auch erst Ende März. Es ist in der Innenstadt gefühlt wirklich so gut wie keine Einkaufsläden. Gut, brauche ich auch nicht, aber Cafés und Restaurants, wahnsinnig viele. Wartet mal, ich zeige euch das mal kurz hier draußen. Da liegen jetzt nur einige Yachten. Wir sind heute oben auf den Berg hochgewandert mit den Kindern. Toller Weg, kann ich nur empfehlen. Auch viele Restaurants und Cafés unterwegs, viele Treppenstufen. Zu so einem Schloss bzw. zu so einer Burg hochgewandert. War sehr, sehr traumhaft schöne Aussicht oben. Tolles Restaurant, tolles Café oben. Also lohnt sich auf alle Fälle dort hochzulaufen. Wir haben den ganzen Tag heute zu Fuß verbracht. Ich glaube 6 oder 7 Stunden. Hier in die Innenstadt erst, zum Eisessen, zum Kaffee trinken und dann, wie gesagt, auch hoch zu dieser tollen alten Burg. Für die Kinder toll. Na gut, man muss halt natürlich dann gut auch festhalten, weil diese Sicherheitsumrandungen sind da natürlich nicht ganz so hoch. Aber gut, da achtet man ja drauf. Also das kann ich euch nur empfehlen, dort hochzugehen. Dann haben wir hier uns ein Bootel gemietet. Und zwar, weil es einfach sehr, sehr schön zentral ist, wie man sieht. Für die Kinder ist es toll. Also meinen Jahresurlaub würde ich jetzt hier nicht unbedingt verbringen wollen, weil es halt sehr, sehr einfach und spartanisch ist. Aber ansonsten, wie gesagt, die Lage ist natürlich tippitoppi mitten im Hafen drinne. Du findest es auch super immer wieder. Also du musst kein Hotel oder ein Apartment irgendwo suchen in der relativ großen Innenstadt, sondern du läufst einfach nur Richtung Wasser und findest dein Hotel dann schon. Also die Kinder finden es klasse. Essen ist auch ganz gut. Das passt von der Sache her. Und wie gesagt, die Lage ist natürlich einmalig klasse. Und ja, abends dann gerade noch zum Losgehen, wenn du auch ohne Kinder unterwegs bist, ist natürlich toll. Diese ganzen tausenden Restaurants, Cafés, ist ja alles offen. Diese ganzen Weinbars, Bars abends, es ist ja wirklich, wirklich schön. Und dann diese traumhafte Aussicht überall an jeder Straße wird dann auch noch Musik gemacht und so weiter. Das ist natürlich toll. Jetzt zeige ich da auch nochmal den Hafen. Ja, also, ach so, apropos Hafen. Gestern haben wir dort hinten auch nochmal einen Rundumweg gemacht. Das sind so 2, 2,5 Kilometer. Dann siehst du natürlich die ganzen Yachten dort vorne liegen. Auch ein Kreuzfahrtschiff liegt dort gerade drinne. Ich weiß gar nicht, jetzt habe ich es völlig vergessen, wie es heißt. Und weiter hinten, da kann man gut mit den Kindern noch rumwandern. Total schön. Und da kommen dann auch so einzelne Kindersachen noch, da, was die machen können, was sie sich anschauen können. Ja, absolut empfehlenswert. Mein Tipp, Rijeka. Auch wieder natürlich unbedingt die Straße am Meer lang. Bitte nicht die Autobahn nutzen. Das ist es auf alle Fälle wert. Wir sind auch wieder die Promenadenstraße durch. Mein Gott. Ja, Opatia oder Opaitia, ich spreche das immer irgendwie verkehrt aus. Absolut toller Urlaubsort, wahnsinnig viel los. Also da muss man echt gucken, wie man da gut mit dem Auto durchkommt. Also unbedingt wieder die Strandstraße fahren.
dann, wie gesagt, wenn ihr hier seid, zu dieser Burg, zu diesem Schloss hochwandern. Total klasse. Besucht alle Restaurants, Cafés. Es ist wirklich niedlich. Die Innenstadt, naja, weiß ich nicht. Macht euch euer eigenes Bild. Bin ich sehr gespannt, wenn ihr hier wart schon. Gebt mir mal einen Kommentar unter dem Video, was euch am besten gefallen hat an Rijeka und wie ihr die Stadt gefunden habt und was ihr gemacht habt, würde mich sehr interessieren. Dann wünsche ich euch noch erst einmal viel Spaß in Rijeka auch natürlich. Und wenn ihr mehr wissen wollt, abonniert einfach meinen Kanal und dann bekommt ihr in einer Woche wieder ein neues Video. Bis dahin, tschüss!